Ja, hallo und willkommen zu Let's Play Tropico 3. Ja, wir haben letztes Mal hier die Armeebasis gebaut und den Zoo fertiggestellt. Ja, das sind alles gute Erfolge. So, und jetzt werden wir Waffenfabrik haben wir, Bank haben wir, eine Kabarett bauen. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was wir bauen. Also, das ist jetzt, die Kabarett ist ein Strip-Lokal. Jedenfalls fast wie ein Strip-Lokal, kann man sagen. Die legen ja gut los heute mit Bauen. So, außerdem werde ich ein humanitäres Hilfslager. Habe ich das schon beantragt? Ach ja, hier unten. Oh nein, Verräter. Na gut, machen wir die mal fertig, diese Verräter. Warum die immer was gegen mich haben? Militärpunsch. Putsch. Ja, damit haben wir einen Offizier wahrscheinlich verloren. Der ist gegen uns, der Offizier, und macht sich gerade auf den Weg gegen meine Soldaten. Und dieser Passant gerät zwischen die Fronten. So, wir haben gewonnen. Zahl der Rebellen auf der Insel wächst. Okay, da protestiert ihr noch gegen meine Regierung. Ich weiß nicht, was die alle immer gegen mich haben. Aber wenn jemand gegen mich protestiert, keine Armeebasis, sondern ein Wachturm, da bin ich lieber vorsichtig. Errichte ich hier einen Wachturm mit oberster Hauptpriorität. Hier in der Kabarett haben sich schon 3 ungebildete weibliche Mitarbeiter eingestellt und wir haben selbst den Armeesoldaten als Besucher. Und wir haben einen weiteren Rebellen. Und das ist ja hier die US-Militärbasis. So. Außerdem lehrte ich den Bau eines... Achso, die benötigen Elektrizität. Eines Hauses. Den Bau mal einleiten. Je mehr Häuser, desto besser. So, der Wachturm ist auch gleich fertig. Und wir haben gleich den ersten Soldaten drin eingestellt. Und dann gleich... Nee, kein Wachturm mehr möglich. Okay, die Bezahlung ist schlecht, stimme ich zu. Arbeit für alle Soldaten festlegen. 8 Touristen sind soeben auf der Insel angekommen. Die Zufriedenheit ist nicht gerade sehr hoch. Vielleicht gibt es einen Erlass, den wir machen könnten, den ich machen kann. Ja. Ich lasse mir von den USA eine Entwicklungshilfe ankommen, um ein bisschen Geld zu sprechen. Und dann mache ich noch den Erlass Literaturprogramm. So. Okay, leider haben wir nur einen einzigen General. Okay. Und sonst ist allerdings um alles gekümmert. Hier, da kriege ich 358 aufs Schweizer Konto. Reicht mir.
Was wollen denn die Soldaten noch? Ich meine. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Schön. Es werden immer mehr Rebellen. Wird Zeit für den Bau eines Flughafens. Wo ist denn das? Finde ich das nicht. Eines Kraftwerks wollte ich gerade sagen, aber ich sehe gar kein Kraftwerk. Doch, hier unten. Kraftwerk. Erzeugt Elektrizität. Das bauen wir dahin, wo es mit der Straße schnell verbunden werden kann. Also, hier hoch. In der Nähe der Stadt. Die Welten errichten. Fidel Castro hat die Führung Kubas übernommen und denkt anscheinend, dass die Bewohner dort kein Privatagentur zu besitzen brauchen. Glücklicherweise ist unser Präsident ihm weit voraus. So, jetzt bauen wir hier noch ein Haus hin. So. Und jetzt kann alles losgehen. Rebellenangriff auf die Mine. Okay, wo versammeln sich unsere Truppen? Oh ja, das sind mehr Rebellen als ich dachte. 4 Rebellen und 6 Soldaten. Oh, das sieht diesmal nicht so gut aus. Oder? Fuck up! 10 Jahre sind vergangen, seitdem ein Präsident auf der Insel die Macht hat. Oh, Mist. Das war's für die schöne Mine. Die bringen jetzt hier 4 Ladungen in den Jahren die hoch. Na gut, und mit dem Hochjagen dieser Mine beende ich auch dieses Mal schon das Let's Play. Ciao.